So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Unboxing. Und ja, es ist mal wieder eine neue Loot-Chest angekommen. Mit einem Tag Verspätung, aber hey, ne, wir haben heute zum Zeitpunkt dieser Aufnahme den 16., nicht den 15., aber hey, komm, für eine Loot-Chest kann ich auch mal ein, zwei Tage länger warten. Ja. Wie ihr seht, wartet. Upp, Kiste angekommen. Die werde ich gleich öffnen. Bevor wir das machen, ein, zwei kurze Sachen. Deswegen steht da auch Werbung. Ich bin, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich bin seit kurzem, ja, Nerdfluencer nennt sich das. Das ist ja so eine Art Partner für Loot Chest. Ich habe einen Rabattcode bekommen, beziehungsweise einen Rabattcode habe ich für mich bekommen, dass ich da Rabatt kriege. Einen Rabattcode habt ich bekommen für euch. Und zwar, wenn ihr unten in der Videobeschreibung dort auf einen der beiden Links entweder lootchest.de, warte, lass mich kurz gucken, nicht dass ich euch .de, dort könnt ihr euch solche schönen Boxen einfach mal selber bestellen. Für die Leute, die nicht wissen, was Lootchest ist: Lootchest ist im Grunde eine Webseite, wo man sich solche Boxen bestellen kann. Das sind Gamer, Geek und Nerd Mystery Boxen. Das heißt, im Grunde, es ist eine Überraschungsbox. Man weiß nicht genau, was da drin ist. Man weiß nur, es ist ein Wert von 40 Euro plus. Also ein Marktwert von 40 Euro plus drin. Und da können alle möglichen Sachen drin sein. Da können Collectibles drin sein. Da können nützliche Sachen drin sein. Ich habe hier zum Beispiel vom letzten Unboxing zum Beispiel noch so einen Becher hier. Oder halt das T-Shirt, was ich auch gerade anhabe. Das ist ein Legend of Zelda T-Shirt. So, natürlich, T-Shirt ist mit drin. Es können Spiele drin sein. Es können Figuren drin sein. Es können Wearables drin sein, also es kann im Grunde alles rund um Nerd, Geek und Gaming-Kram ja, drin sein. Und dazu gibt es dann noch die zweite Seite, nämlich jetzt muss ich kurz richtig sein, lootchest.store. Dort könnt ihr euch einzelne Sachen noch kaufen, also so einzeln noch Sachen für die Küche, für die dann so Kleidungsstücke und so. Das sind halt keine richtigen Überraschungsboxen direkt. Wenn ihr dort natürlich drauf was bestellt, könnt ihr natürlich dementsprechend da oben diesen Rabattcode nutzen. Dieser Rabattcode gibt euch für diese zwei Seiten auf eure Bestellung 10-15%. So, aber genug der Werbung. Jetzt öffnen wir das schöne Kistchen. Immer aufpassen mit Scheren, ne? So. Da-da. Ich liebe dieses Lied, also diesen Soundtrack. So. Also drauf steht schon mal 0,9 Kilo. Das kann ja schon mal ordentlich was sein. So, also fast ein Kilo. Ja, kommt hin. So, was haben wir? Erstmal obendrauf natürlich das T-Shirt. Gucken wir mal, was für ein T-Shirt, schönes T-Shirt wir hier haben. Oh, wo ist die Musik hin? Moment, ich muss kurz. Kein Wunder. Hatte keine Dauerschleife an.
Deswegen. So, das schöne T-Shirt. Oh, ich sehe schon. Ich sehe es schon. Es ist ein Mario Go Save the Princess T-Shirt. Richtig cool. Gefällt mir. Ich bin eh so ein riesiger Mario Fan gefühlt, weil ich habe damals sehr viel Super Mario und die ganzen anderen Mario Yoshi Teile und so hier gespielt. So, kriegen wir mal auf die schöne Couch. Couch, like, aufs Bett. So, dann, was ist das denn Schönes? Eine. Oh! Cool! Das ist eine Kühltasche von Superman. Eine Superman, kleine Superman Kühltasche, wo man dann halt so, was weiß ich, ein paar Dosen Energy oder so reinschmeißen könnte. Ne? Finde ich cool. Gefällt mir praktisch vor allen Dingen. Gerade wenn man, was weiß ich, einen Tagesausflug macht, irgendwie zelten oder so. Dann, da haben wir auch noch mal das Buch dazu. Zu der Loot Chest natürlich, gucken wir später rein. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, eine Röhre. Eine Röhre. Jetzt ist die Frage, was ist diese Röhre? Diese Röhre. Oh, stylisch. Ein bisschen so. Ein Mandalorian. The Mandalorian Poster ist ein bisschen groß. Ne? Hier unten sieht man The Mandalorian mit Baby Yoda. Und oben steht dann The Mandalorian. Gefällt mir. Gefällt mir. Werde ich mir auch hier irgendwo ranhängen. Natürlich. So, einmal kurz wieder zusammenrollen, damit wir weiter gucken können. So. Plastik. Dann haben wir. Oh Gott. Ich habe das damals ja schon sehr geliebt, dieses Spiel. Und zwar ein Pac-Man Mauspad. Ein Pac-Man Mauspad. Finde ich cool. Vor allen Dingen schön klein. Ich mag es immer nicht so, diese riesigen Mauspads zu haben, weil die stören irgendwann mal dann. Aber so ein schönes kleines Pac-Man Labyrinth Mauspad finde ich schon stylisch, ne? Hat was. Vor allem, das ist so gummiartig. So, das ist ein bisschen rutschfester. Finde ich cool. Dann ein Rocket Ball? Süß wann? Süßigkeiten gefüllt mit Salmiakpulver. Ja, was Süßes, ne? Und dann kommen wir auch schon zum letzten, was hier drin ist. Und zwar, ich sehe es schon. Auch mal wieder aus dem Hause Harry Potter. Und zwar, wenn es denn aufgeht. Ich meine, mal gut verschweißt ist es gut da, aber ne? Ein Harry Potter Portemonnaie. Ne? Ein Hogwarts Portemonnaie, wenn ich das richtig sehe, mit
einer oberen Tasche und 1, 2, 3, 4, 5, 5 solchen Schlitztaschen und halt eine fürs Kleingeld. Hat was? Okay, mein Portemonnaie ist noch vollkommen in Ordnung, aber hat was. Ja, das war's soweit erstmal schon mal das. Und erstmal darüber. Kommen wir zu dem schönen Buch. Das Lootbook. Ne? September 2020, auch schön mit dem Pac-Man da vorne drauf. Da steht eigentlich im Grunde drin, was so neue Artikel im Store sind. Ne, so kleine Artikel im Store. Dann halt auch solche Sachen, so ein bisschen, ne, Werbungsgeschichten. Eine Teamvorstellung, finde ich cool. Genau, das hier war die letzte Lootbox. Lootchest. Das hier. Ne, ihr seht, hier an der Tür habe ich zum Beispiel dieses Outer Time Dings. Hier habe ich, ne, das T-Shirt gerade an. Ne, dann habe ich hier die kleine Figur, den Becher. Ne, also sehr, sehr schick. Ja, so ein kleines Kreuzworträtsel, so ein paar Rätsel hier, ne? Mal wieder ein schönes, ne? Kleines Poster. Also wirklich ein kleines Poster ist das, ja? So. Aber von dem T-Shirt. Also das Logo von Zelda ist hier auf diesem T-Shirt drauf. Was ja letztes Mal Dings war. Ja, ansonsten stehen hier so Produktbeschreibungen wie für das T-Shirt Save the Princess. Falls du mal vergessen solltest, warum du mit Mario durch die Welten reist, zeigt er es dir gerne auf diesem neuen T-Shirt. Super Marios wichtigstes Ziel ist und bleibt Prinzessin Peach retten. Oder auch hier für die Geldbörse. Hast du dich schon mal gefragt, wo Zauberer im Umhang und die Knuts und Galonen verstecken? Hier die Lösung. Im Hogwarts Umhängen ist eine geheime Innentasche in einer Geldbörse. Mit einer Geldbörse. Vielleicht ist sie verzaubert und füllt sich automatisch. Das wär's. Eine Geldbörse, die sich automatisch, ne? Dann, wenn du die Wege auf diesem Mauspad mit der nächsten Runde Pac-Man als Karte nutzt, hast du schon so gut wie gewonnen. Ne? Ja, sind halt so eine, ne? Schöne Sachen. Ja, gefällt mir. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ne? Also, ich bin gespannt auf die nächste Loot Chest, weil ich habe mir ein 12-Monat-Abo geholt. Ja, das war's dahingehend für dieses kleine Unboxing. Wie gesagt, schaut gerne unten in der Videobeschreibung bei lootchest.de oder lootchest.store vorbei. Und vergesst nicht, mit diesem Code da oben in der Ecke kriegt ihr sogar noch Rabatt. Also, dementsprechend werde ich gleich auch noch mal schauen, dass ich das alles ein bisschen ordentlich hinhaue, ein kleines Foto mache von den ganzen Sachen und auf meinem Instagram-Profil poste. Denn mein Instagram-Profil habe ich wieder eröffnet. Also ich hatte es ja die ganze Zeit. Nur, wie gesagt, hatte ich eine Zeit lang das erstmal privat gestellt, weil ich ein bisschen Stress da mit dem einen oder anderen hatte. Aber
dort könnt ihr natürlich auch gern wieder raufschauen. Ich werde da zwar keine Fotos von mir machen, aber mal Bilder von den Loot Chests oder von irgendwelchen witzigen Aktionen in, also witzige Screenshots in-game oder so mal posten. Genauso auch auf Twitter und alles natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Levers.